Hallo Leute und herzlich willkommen zu King of Retail zurück. Heute am Dienstag, 9. Januar. Also steht da halt das Datum vom Spiel. Wie gesagt, wir haben immer noch keine neuen Bewerbungen. Was heißt denn wie gesagt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt direkt in den Laden und sehen mal, was da so Sache ist. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir stehen. Und ich sehe hier schon, Alge schon wieder ziemlich ausgekauft. Ausverkauft manche, ausgekauft, Digga. Ich weiß auch gar nicht, haben wir noch Sachen im Lager? Nein, tatsächlich nicht. Okay, sie ist auf dem Weg zur Arbeit, ist sehr gut. Ja, viel zu tun gibt es für uns im Moment scheinbar gerade nicht. Ne, wir können wirklich alles nicht auffüllen. Können mal gucken, ob wir vielleicht eine größere Kasse kaufen könnten, weil das habe ich in den letzten paar Videos gemerkt, dass Leute viel abgehauen sind, weil sie keinen Platz mehr hatten an der Warteschlange. Okay, doch theoretisch könnten wir das aber machen. Schließen wir die, verkaufen. Danke. Haben wir fast noch 1000 für bekommen. Okay, wir kaufen jetzt eine für 5 Leute. Machen wir erstmal noch in unseren Farben natürlich. So, genau, du kannst dich jetzt hier an die Kasse. Warte, beziehungsweise ich muss. Nein. Oh, Brudi. Ey, sie haben mich auch eingesperrt. Digga, kannst du mal ganz kurz Arbeitsbereich? Hä? Warte, wir machen ganz kurz, dass sie kurz Pause macht, weil wir kommen hier sonst nicht mehr weg. Bruder, wie sie einfach alles blockiert hatte. Oh, die Kasse können wir. Doch, so. Oder? Hä? Geht das nicht? Doch, so. Gut, dann, wenn die dann zurückkommt, können die das genau machen. Ist eigentlich unser Typ jetzt gekommen hier? Ja, tatsächlich. Räumen wir mal aus. Alter, wir haben 9-mal Alge nachbestellt. Ist aber auch wichtig. Oh, scheiße, jemand hat eine Frage. Scheiße, wir haben verkackt. Okay, Leute, ich habe jetzt ganz kurz eine Idee. Wir haben ja gemerkt, dass hier. Oh, scheiße, warte mal, ganz kurz. Hi! Oder wir alle eine Frage haben, ne? Es ist wieder. Und wie ich alle verkacke, Alter. Oh mein Gott! Was ist hier für ein. Was ist hier los? Nein, Alge ist weg. Oh mein Gott. Bevor wir irgendwas anderes jetzt machen, erstmal Alge auffüllen. Jo, Digga, es reicht nicht mal eine Kasse für 5 Leute. Oh, hat noch gereicht. Bruder, sie brauchen alle Hilfe und alle kommen nicht weiter wegen der scheiß Kasse, Mann. Lili, gib doch Gas, Mann. Oh mein Gott, es waren einfach zu viele Leute wieder. Bruder, das Ding ist, Alge geht so krass weg bei uns. Oh, die will Alge, meine ich. Auge, Alter, die will Auge. Komm schon. Ja, gönn dir, komm, gönn dir Alge hier. Er will auch Alge. Ey, das ist so krank. Wieso wollen die alle Alge? Also ich meine, finde ich hier gut so. Aber wieso? Bruder, und jeder hat eine Frage. Ich komme immer noch zu gar nichts, ey. Ey, wieso laufen die alle hinter der Kasse durch? Also irgendwas passt dann hier. Wir sollten sowieso mal unser Laden hier ein bisschen erweitern, denn es ist alles sehr eng hier, finde ich. Gerade wenn da noch viele Leute sind. Wie vorhin, man konnte einfach nicht mehr durchlaufen, ne? Deswegen, ja, müssen wir da mal vielleicht gucken. Feierabend, let's go. Finally. Wir haben immer noch 8000. Wir machen jeden Tag immer ein bisschen plus. Hollywood-Filmaufnahmen sind heute. Berühmtheiten werden heute in der Stadt sein. Gut. Die ganzen YouTuber. Digga, jetzt wird 3000. Es wird aber auch jeden Tag ein bisschen mehr, ne? Ich habe mir auch überlegt, ob ich ein eigenes Algeregal machen kann. Wäre eigentlich schon geil. Bruder, und schon wieder keinen YouTuber hier bei den Bewerbungen. Verstehe nicht, wieso. Da wir noch ein bisschen Geld übrig haben, denke ich mir gerade, wir könnten. Boah. Das kostet voll viel. Wir müssten schon fast wieder ein Darlehen aufnehmen, wir das. Aber eine Fläche würde uns halt reichen. Boah, aber dann. Nee, das können wir nicht mehr zahlen. Okay, dann spielen wir noch mal ein paar Tage und dann können wir das kaufen. Beziehungsweise, ich frage mich gerade, soll ich einen Tag durchspielen und euch das einfach rausschneiden? Und jetzt, nee, warte, wir machen es einfach so weiter, wie es bisher ist. Glaube ich, gut. Bruder, was ist mit dir? Hallo? Ja, du kannst sie sonst auch. Digga, geh doch rein! Du kannst sie einfach abliefern. Nope. Ist das gerade das Scheißernst von deinem Spiel? Er buggt dort vorne so dumm rum hier bei der Kasse. Lili, jetzt mach mal Pause, bitte. Digga, das kannst du doch keinem erzählen, oder? Das ist nicht passiert. Das ist pure Abzocke. Kommt ihr jetzt nochmal? Bruder, ich muss 1000 zahlen, damit der überhaupt wieder liefern kommt. Ach komm, scheiß drauf, Digga, wir haben keine andere Wahl. Sonst können wir ihn bald keine Alge mehr verkaufen. Und das wäre ja absolutes Horrorszenario. Jetzt laufen die aber auch hier hinten durch. Ey, das ist einfach scheiße hier. Wir müssen das Lager, glaube ich, auch den Eingang einfach von hier dann machen. Anstatt hier, so. Wisst ihr, was ich meine? Oh, aha, jetzt geht's plötzlich. Oh, Bruder, er bringt wieder 1000 Pakete, ey. Ah, nee, doch nicht so viel. Oh mein Gott. Hey, ja, mein Gott. Thank you. Kein Ding. Hey.
Bruder. Bruder, also irgendwie müssen wir hier mit unseren veganen Produkten irgendwie den Preis runtersetzen, weil die kauft irgendwie niemand. Also ja, halt wirklich. Die kauft nicht mal Unge bei uns. Bruder, der neue Alkohol, den ich jetzt hier irgendwie eingestellt habe, der geht auch übel weg, ne? Bruder, aber ich komme da gar nicht mehr hin. Ey, Leute. Ey. Mein Gott. Okay, wir haben jetzt auch Feierabend. Bin ich auch ziemlich froh, um ehrlich zu sein. wie ihr seht, ich habe hier noch ein paar neue Regale gekauft. Ich habe gar nicht überlegt, dass wir eigentlich mehr Ladenfläche benutzen. Ne? Ja, das ist jetzt natürlich dumm. Das Ding ist, die Kasse ist ja auch nicht so wirklich praktisch, weil die Leute, die laufen jetzt alle hier hinten rum. Oder so, sie können Feierabend machen, genau. Hier vielleicht doch ein bisschen weiter nach hinten. Aber ich weiß halt nicht, ob der Postbote dann wieder zu dumm ist, um einfach hier vorne durchzulaufen. Ach, Digga, es ist schon wieder keine richtige Bewerbung reingekommen. Mann, was machen denn die faulen YouTuber alle? Digga, jetzt hat es schon was 4000 gekostet heute. Jetzt haben wir ein bisschen weniger. Ich würde halt... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ich würde halt irgendwie gerne nochmal ein Darlehen aufnehmen, damit wir unseren Laden so ein bisschen erweitern können. Aber wir können hier... Achso, wir können den erst zurückzahlen, wenn wir alles haben. Weil ja, ich will den halt erstmal zurückzahlen, weil sonst geht es plötzlich schnell und es wird alles sehr teuer. Aber wir gehen jetzt erstmal den nächsten Tag. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob der Postbote heute durchkommt hier. Bin ich ehrlich gespannt, ja. Hä? Wie trägst du denn eine Kiste, Alter? Alles gut bei dir? Oder das neue Mond? Bitte? Hallo? Ey, ganz kurz, ne? Also, sie haben uns gerade nichts gebracht, habe ich das richtig gesehen? Digga. Hä? Er hat einfach gar keinen Bock, er hat uns gar nichts gebracht, Alter. Hä? Aber wir haben doch bestellt. Die fährt gerade Pakete aus. Bruder, wir müssen jetzt nochmal 2000 kommen, damit der unsere Artikel liefert. Bruder, wenn der jetzt wieder nichts liefert, ne? Dann bin ich aber schon. Jetzt hat er auch Paket irgendwie auf dem Kopf. Also, auf dem Kopf. Er trägt sie auf jeden Fall jetzt. Noch, Digga. Fängt schon wieder an. Oh, aber die will ein veganes Produkt, ja. Ehre. Oh, nein. Brudi, was machst du denn? So, und jetzt, Bruder? Genau, hinten durch. Genau. Nee, nee, nee. Ja. Ja. Und? Jawohl. Wir haben eine... Endlich, Alter. Endlich. Puh, Digga, der Typ, ey. Der macht mich fertig, ey. Och, jetzt hat schon wieder jemand eine Frage. Can you help me? Ey, ich bin hier noch dabei, okay? Bruder, jetzt schließen die mich noch ein, Alter. Thanks. Ja, geil, heil. Sie kaufen noch was. Guck mal, dieser Alkohol sieht richtig fancy aus. Richtig fancy aus, Alter. Das wollte ich sagen. Ich habe dich doch vorhin schon wieder bedient. Ach, mein Gott. Ey, Digga, die Leute lassen mich hier aber auch einfach nicht durch manchmal. Das fuckt so ab. Nope. Ist nicht dein Ernst, oder? Ich war gerade kurz davor, dir zu helfen und du verpisst dich jetzt einfach? Nee, ich lasse dich jetzt hier nicht mehr raus, Digga, sehe ich nicht ein. Spaß, wir müssen auch unsere Sache machen, das ist das Ding. Und Kunden verschrecken ist nicht immer das Beste. Och, ich bin... Das lasse ich jetzt gerade ankarton. Digga, ich war ja... Ich wollte gerade auspacken. Was macht die? Oh, habe ich eine Sekunde aller... Nee, eigentlich nicht. Thank you. Kein Ding. Jetzt ist unser Lager auch noch voll. Really, Digga? Übrigens, Leute, ich habe mir hier alle Sorten geholt vom Jägermeister. Den räumen wir hier mal ein. Und wie ihr wahrscheinlich gerade schon gesehen habt... Oh mein Gott, ich bin am Erklären. Nein, wie ihr wahrscheinlich auch schon gesehen habt, habe ich dann gleich auch noch neue Alge. Und zwar habe ich auch gesehen, dass Knossi scheinbar nicht nur das grüne Alge, sondern auch gelbes und oranges Alge, glaube ich, rausgebracht hat. Das wusste ich bislang gar nicht, aber... Okay, Digga. Artikel einpacken hier. Ich muss die kurz alle wegräumen. Weil, wir müssen jetzt hier umstellen, Leute. Hier, das hier wird das Alge-Regal, ihr seht's. Alge muss, das grüne Alge muss aber zu oberst sein, so. Genau, die war hier gerade beim Alge-Stand. Die will jetzt Alge. Bruder, was, du willst kein Alge? Ja, doch, komm. Die will Alge. Bruder, dieses Regal hier, ach, Digga. Dieses Regal hier steht auch immer leer, Mann. Das ist so krank, wie die Leute hier einfach alles wegräumen die ganze Zeit. Oh mein Gott, Alter. Unge-Fans sind, glaube ich, hier in die Stadt gekommen, Alter. Guck mal, alles Vegane ist weg. Oh ne, jetzt gehen alle zur Kasse. Jetzt hast du keinen Platz mehr an der Kasse. Scheiße, Mann. Bitte gib ein bisschen Gas. Das Gute ist, sie ist jetzt auch komplett geupgradet, was Kassiertempo und Tippfehler angeht. Das heißt, sie macht keine Tippfehler mehr. Plus, sie kann sehr schnell jetzt die Kasse bedienen. Bruder, wir haben 15.000. Was? Crazy, Mann. Ey, aber das ist gut. Aber die Leute kaufen nicht so viel Gemüse, sehe ich. Aber egal, das ist gut. Das ist gut, wenn der Laden hier so läuft. Bruder, wir aber auch schon, wir sollten eigentlich wirklich jetzt mal jemanden einstellen, der irgendwie für die, nicht für die Kasse, für auch, wie sagt man, für die Leute, die da immer fragen, die ein bisschen für die sorgen, weil, wenn ich das immer mache, das geht, erstens mal verkacke ich immer, und zweitens, das geht immer so lange,
Beziehungsweise es ist so Zeitverschwendung und wir können jetzt sogar einen Teil unseres Ladens erweitern. Beziehungsweise, ich würde halt gerne hier genau Tür. Ich würde hier eine Tür einbauen und hier gerne eine Wand. Okay, das kostet nur 400, das machen wir ganz kurz. Weil dann können wir hier ins Lager ein bisschen einfacher, dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz, genau. Und dann würde ich gerne noch ein bisschen Ladenfläche hinzufügen. Nee, okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, war es mit dieser Folge King of Retail. Heute ging auf jeden Fall wieder gut ab. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge endlich einen YouTuber als Mitarbeiter bekommen. Aber naja, wer weiß, vielleicht geht das noch ein Weilchen. Naja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Real clean, but my flows be the nastiest. I swear I'm working for it all. Other dudes can have it quick. Easy come, easy go. Miss me with that slack of shit I spit. Like I had a list. Rap game, Fallon shit. Life could be easy.